Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Vermittlungsnachricht hat heute nur zur Hälfte ein Happy End. Die vor einer Woche vorgestellte Wasserschildkröte ist wieder in ihren heimatlichen Gefilden. Sie wurde durch unsere Veröffentlichung vom Besitzer erkannt. Leider kam für den ebenfalls vorige Woche vorgestellten Kater mit spanischem Chip kein Besitzer. Deshalb wollen wir heute nochmals an das schöne Tier erinnern. Nun wird ein neues Revier für den Kater gesucht. Vielleicht hat der Matador bald Glück. Mit Mira stellen wir jetzt eine ganz niedliche Jack Russell-Hündin vor. Ihre Menschen konnten sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr richtig um sie kümmern und mussten sie schweren Herzens ins Tierheim bringen. Mira ist 8 Jahre alt, was für einen so kleinen Terrier noch gar kein Alter ist. Sie ist stubenrein und hat bisher in einer Wohnung gelebt. Mira ist sehr verspielt und hat schon viel gelernt. Sie kennt die Grundkommandos und läuft gut an der Leine. Die kleine Mira wird von ihren Vorbesitzern als folgsam und menschenbezogen, gelehrig und sportlich beschrieben. In der Arche Noah kann jeder mit ihr spazieren gehen. Sie ist zu allen nett. Mira eignet sich als Familienhund, da auch Kinder kein Problem für sie sind. Natürlich ist Mira ein typischer Jack Russell, etwas quirlig und immer ein wenig auf der Jagd. Aber mit Katzen hat sie zum Beispiel keine Probleme. Diese werden von Terriern meistens gejagt. Mira soll so schnell wie möglich neue Bezugspersonen finden. Hunde verstehen die Welt nicht mehr, wenn das vertraute Herrchen oder Frauchen nicht wiederkommt. Sie leiden unter der Unsicherheit, von ihrem Mensch-Hund-Rudel getrennt zu sein. Mit Dankbarkeit und Freude wird sich Mira auf neue Menschen einlassen, die ihr wieder die Sicherheit eines Rudels schenken. So ein freundlicher Sonnenschein wie die kleine Mira bringt Freude und Bewegung ins Leben. Was braucht man mehr?